Willkommen bei Grounded. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, den Weg hier rüber schon mal zu machen, damit die Erforschung hier des oberen Gartens weiter voranschreitet. Und genau da werde ich jetzt ansetzen. Also gegen Schaf sind Feuerameisen immun. Das wundert mich jetzt gar nicht. Weil die ja dieses Gift versprühen oder Feuer oder was auch immer das ist. Ach, komm schon, ey. Ernsthaft? Oh, hier ist eine Ameise verbuggt. Nee, gar nicht wahr. Die ist hier reingefallen. Okay. Also, nach dem Intro geht's hier los und wir erforschen diesen dämlichen Garten. Möchte nämlich eigentlich wissen, wo der Eingang zum Bau der Feuerameisen ist. Der würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Nachdem ich da unten die Zähne gesehen habe, dieses Fünferpack, möchte ich das schon gerne wissen. Was mir hier so ein bisschen Angst macht, dass hier oben auch letzte Mal da hinten ja die Schwarze Witwe ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Location ist, also. Nein! Komm, nicht jetzt noch ein Nasshörner. Vielleicht ist mein Inventar wieder voll. Na, wo kommst du denn schon wieder her? Jetzt habe ich natürlich hier das Inventar wieder halb voll. Ich habe eine Lampe mitgenommen. Müsste echt mal anfangen, viel mehr mit. Den Lebensdolch habe ich natürlich nicht mitgenommen. Die Wespen sind auch wieder da. Sofort wiederbeleben. Eigentlich will ich jetzt die Wespen gar nicht bekämpfen. Wenn ich ehrlich bin, da will ich außen rumlaufen. Ich möchte eigentlich hier hinter den. Okay, das ist ein Zeichen. Das ist jetzt das zweite Mal passiert. Der Controller ist leer. Gut, dass ich hier diese Akkubatterien immer habe. Dann geht es sofort weiter. So, und sofort die nächste wieder ins Ladegerät. Da war, glaube ich, der Durchgang, ne? Dass die Infizierten. Oh, die sind auch schon wieder da. Sag mal, wie schnell spawnen die ganzen Viecher hier oben im Garten? Die habe ich beim letzten Mal alle besiegt. Irgendwo hier oben muss ja der Eingang zu deren Höhlensystem sein. Das wird noch spaßig. So, und da habe ich doch noch einen kaputten Reifen gesehen. Da ist schon wieder ein Nashornkäfer.
Das ist gar nicht ein kaputter Reifen, das ist die Schubkarre. Peeping time. Oh ne, komm schon. Grüne Stinkwanze. Spinnen. Sag mal, was ist denn hier los in diesem Garten? Die Assel. Sag mal, ist hier alles versammelt? Oh, die Grassamen lasse ich diesmal aber liegen, bis ich weiß, wofür die sind. Noch eine Assel. Das meinte ich, hier ist alles. Und Puppen. Brauche ich die wirklich? Die brauche ich. Die sind wichtig. Eigentlich hier das Wichtigste, was ich hier finde. Da ist der nächste Käfer. Hier sind schon wieder Puppen. Sag mal, irgendwo muss es doch auch die Motten dazu geben, oder? Das garantiert so eine Mega-Stinkwanze wieder. Ja, kommt, alle zu mir, kommt her, kommt her. Ich hab euch lieb. Ja? Heute haben wir es aber mit der Verbindung anscheinend, war der Controller doch nicht mehr. Gucken, vielleicht ist der Sender auch ein bisschen verrutscht. So. Ich halte heute den Controller ein bisschen tief. Gucken wir mal. Also hier sehe ich jetzt keinen signifikanten Vorteil durch die Erntegeschichte. Aber das hilft mir weiter. Ich will große Truhen bauen und ich muss Fusseln finden dafür. Ich will wissen, was es hier oben noch so gibt. Die Ranken sehen interessant aus. Efeu oder was ist das hier? Ach, scheiß was drauf. Sorry. Dann holen wir uns die Spinnen halt eben auch noch, die hier oben wahrscheinlich leben. Natürlich. War klar, dass hier noch so ein wichtiger großer Marmor liegt. Ne? Komm schon. Die blöde Hartnetzspinne hier. Aber jetzt interessiert mich auch mal, was die neue Armbrust so kann. So, Jungs, ihr seid nervig. Thank you.
Also ich halte mal fest, der Teil des Gartens ist bis jetzt echt der mit Abstand anstrengendste. So, 90 Pfeile, wo ist der Zahn? Jetzt will ich den Zahn hier auch haben. Noch mehr. Na komm, hier ist doch garantiert noch eine Spinne. Ich fürchte jetzt mal einfach, der Zahn ist irgendwo da oben, ha? Aber wenn man darauf bauen darf, wäre natürlich eine schöne Ruhebasis. Gut, irgendwo da ist ein Zahn in der Ecke. Wenn ich mir das so angucke, hier hinten die ganzen Wissenschaftshäuser noch nicht gefunden. Sammeln wir weiter Pinienzapfen. Gottchen. Ist das hier wirklich ein kaputter Baum? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Tigermücken. Sind hier Termiten? Feuerameisen? Schwarze Witwen? Und 2. Und 2. Das jetzt einmal testweise abbauen hier. Das ist einfach nur ein Riesenklumpen. Okay. Gut, hier kommen also größere Klumpenton her. Okidoki.
jetzt muss ich mal anfangen, hier auszusortieren. Oh, nö, im Moment brauche ich noch nicht aussortieren. Und da geht's schon los, dass wir einfach Sachen dabei haben, die wir nicht brauchen. So, jetzt mal ganz konsequent. Davon habe ich so viele. Die lassen wir einfach mal zurück. Angreifen, fliegen an. Stimmt denn mit den Fliegen nicht? Peeping goggles equipped. Das sagen, normalerweise greifen Fliegen doch gar nicht. Pelz finde ich jetzt auch wichtiger. So, was ist mit dem Stumpf hier?
So. Ich bin in die Richtung runter. Okay. I thought you were hiding again. Oh, hier sind die Soldaten wieder. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Feuerameisen. Und ich habe den Bau immer noch nicht gefunden von ihnen. Wo sind denn alle her? Ich könnte ja fast meinen, der Bau ist hier in der Nähe. Kann das sein? Dass die Feuerameisen hier irgendwo herkommen? Und jetzt mal ganz ehrlich, bevor ich hier weiter rumstromere, sollte ich vielleicht erstmal Dr. Tully hier oben aufsuchen in den nächsten Folgen. Noch so Marienkäfer, die Mauer hier ist hochgradig gefährlich. Thank you.
Jetzt kommt der Grund, warum ich eigentlich hier hochgegangen bin. Ich wollte eigentlich einen Transportpunkt hier hinstellen. So, wo kriege ich jetzt Unkraut her? Damit sollte es in Zukunft viel, viel einfacher sein, hier rüber zu kommen. So, mit anderen Worten, ich gehe jetzt zurück zur Basis, klippe euch das noch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.